Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir und somit zu einer neuen Rezension. Und zwar zu dem Buch Morgen liebe ich dich für immer von der lieben Jennifer L. Armentrout. Ich habe dieses Buch beim Verlag angefragt und habe es zur Verfügung gestellt bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ihr wisst ja, ich liebe Jennifer L. Armentrout und eigentlich lese ich auch relativ schnell alle Bücher von ihr, außer diese Wait for You Reihe. Die hat es bis jetzt immer noch nicht geschafft. Also, oh Gott, meine Lampe, man sieht meine Lampe. Da habe ich es bis jetzt immer noch nicht geschafft, die zu lesen. Aber es sind auch so viele, aber ist nicht schlimm, ich bewahre mir das gerne auf. Auf jeden Fall kommen wir erstmal zu dem Inhalt dieses Buches. Und zwar erzähle ich euch erstmal den Inhalt vom Klappentext her. Nämlich vom Klappentext steht, dass es um Mallory und um Mallory und Ryder geht. Die beiden kennen sich seit ihrer Kindheit, aber werden dann durch irgendwas, was man natürlich im Vornherein nicht weiß, werden sie getrennt und leben 4 Jahre quasi ohne einander, bis Ryder dann auf Mallorys neuen Schule auftaucht, beziehungsweise Mallory taucht eigentlich auf Ryders Schule auf, wenn man das genau nimmt. Und die beiden treffen sich wieder, alte Gefühle kommen wieder hoch und neue kommen mit dazu und das ist ungefähr so das, was der Klappentext wiedergibt. Hinten steht noch drauf, als Ryders Leben auf eine Katastrophe zusteuert, muss Mallory alles wagen, um ihre eigene Zukunft und die des Menschen zu retten, den sie am meisten liebt. Das ist so der Klappentext und für mich, ich persönlich habe mir darunter so eine coole, locker, leichte New-Edit-Geschichte vorgestellt, wo die beiden sich nach 4 Jahren wiedersehen, dann knallt sie, finden sich voll cool und die beseitigen dann das aus der Vergangenheit, bla bla bla, so wie sich das auch für mich nach diesem Text angehört hat. Aber ich muss sagen, mich hat das Buch wirklich überrascht, weil es irgendwie von Anfang an dann doch ganz anders war, weil es wurden Elemente reingebracht, die ich mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Bei den beiden Menschen in der Vergangenheit sind sehr, sehr schlimme Dinge passiert, die zu Trauma führen, die sie bis heute, also bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das Buch lesen, noch reichen und die Protagonisten beeinflussen und deren Handeln beeinflussen und beziehungsweise deren ganzes Leben beeinflussen. Und ich muss sagen, das war so ein Aspekt, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Ich fand ihn relativ schön gemacht. Es war emotional, war aber nicht sehr emotional. Also es war so eine mittlere Emotionsschiene. Also es war jetzt nicht so unbedingt so geschrieben wie von die Autorin, die auch verliebt in Mr. Daniels gelesen hat, Brittany C. Cherry. So war es jetzt nicht geschrieben oder so Colleen Hoover-mäßig war es auch nicht unbedingt geschrieben, aber es war nicht schlecht geschrieben, es hat mir gefallen, mir hat auch vor allem die Entwicklung der Charaktere gefallen, also so wie sie am Anfang waren, vor allem unsere weibliche Hauptprotagonistin Mallory, das war schon ziemlich schwierig, da musste man sich dann erstmal dran gewöhnen, ich möchte das jetzt nicht verraten, da musste man sich wirklich echt dran gewöhnen, aber Mallory hat sich wirklich sehr, sehr entwickelt. Quasi vom kleinen, schüchternen Mäuschen ist sie dann aus sich herausgekommen, hat was aus ihrem Leben gemacht, hat das Leben, wie ich finde, auch ein bisschen mehr wertgeschätzt. Auch wenn sie schon vorher dachte, dass sie das macht, hat sie es dann hinterher noch viel, viel mehr gemacht. Und das fand ich eigentlich ganz schön, den männlichen Hauptcharakter Ryder. Ja, den mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Er war jetzt nicht so ein Ultra-Bad-Boy. Der war eher so der liebe Kuschelboy, wenn man das so sagen kann. Aber das fand ich gar nicht schlecht. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Das Einzige, was mir an dem Buch nicht so gefallen hat, mich konnte das Buch nicht zu 100% packen. Bei Jennifer L. Armentrout Büchern oder bei sehr vielen anderen Büchern, da hat man das einfach, dass die Bücher einen sofort haben und man will dieses Buch gar nicht mehr aus die Seite legen und möchte es gar nicht mehr aus der Hand legen. Man möchte einfach am besten die 400 Seiten oder wie viele Seiten das auch immer sind, am Stück durchlesen und einfach total in die Geschichte eintauchen. Und es hat mir hier ein bisschen gefehlt. Also mir hat die Geschichte wirklich gut gefallen. Die war nicht schlecht. Mir haben die Charaktere gut gefallen. Der Schreibstil natürlich wie immer auch gut gefallen. Aber es war kein Buch, was mich so richtig gepackt hat. Also ich habe das Buch öfter weggelegt und habe mir dann so gedacht, soll ich jetzt weiterlesen oder nicht? Also ihr wisst ja, was ich meine. Es hat mich einfach nicht hundertprozentig mitgenommen. Aber ich finde das auch nicht schlimm. Das muss nicht immer so sein. Es war ein nettes Buch, was mich nett unterhalten hat. Wie gesagt, hat mir ganz gut gefallen, aber hat mich jetzt nicht so gepackt wie andere Jennifer L. Armentrout Bücher. Aber
Ich denke mal, die Frau, die bringt ja so viele Bücher im Jahr raus, beziehungsweise ja, die bringt jeden Monat, glaube ich, ein oder zwei Bücher raus. Da muss mich das auch nicht unbedingt packen, aber ich glaube, das ist allgemein nicht sehr gut angekommen, das Buch. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe davon noch leider nicht viele Meinungen gehört. Nur auf Goodreads habe ich mal so ein bisschen was gesehen. Aber sonst, ja, ansonsten, wie gesagt, Charakterentwicklung hat mir hier wirklich sehr gut gefallen. Ja, es war auch kein Buch mit Erotik oder so drinne, weil das ist ja auch immer so eine Sache, ja, wie ich finde, die viel diskutiert wird, weil viele mögen das nicht mit viel Erotik drinne. Ich finde es auch, wenn es zu viel ist, darüber lese ich das dann irgendwann einfach. Aber hier war so gut wie gar nichts davon drin. Also es ist eher so Young Adult, so wie Wait for You würde ich das einschätzen. Also es war nichts mit Erotik oder so und ja, das fand ich aber auch nicht schlimm. Hat mir trotzdem gut gefallen. Ich habe dem Buch dann letztendlich 4 Sterne gegeben. Ich war erst mal überlegen, ob ich ihm weniger gebe. Aber was das angeht, da bin ich auch nicht so streng. Ja, ich bin halt nicht so streng, was das mit den Sternen angeht. Wenn ich ein Buch richtig gut fand, hat es 5 von mir bekommen. Wenn ich es so mittel fand, 4. Und wenn ich es eher nicht so gut, dann 3. Aber das Buch hat mir halt gut gefallen. Deswegen hat es 4 Sterne von mir bekommen. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Buch kennt und was ihr davon haltet. Ja, ich fand es ganz nett, aber war halt nicht Jennifer L. Armentrouts bestes Buch. Aber ich meine, das bleibt auch nicht aus. Wenn man so viele Bücher schreibt, da kann einem nicht jedes Buch gefallen. Ich finde, das ist vollkommen normal. Und ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!